Was hier so betont unauffällig vorbeirollt, ist ein echter Exote. Bei genauem Hinsehen wundert sich nur der Laie über das markante B im Kühlergrill. Für Kenner ist sofort klar, Deutschlands kleinster Automobilhersteller will es noch einmal wissen. Der Name Vero bedeutet ja eigentlich wahr oder wahrhaftig. Und es ist mein erster Viertürer, den ich in Serie baue. Und vielleicht hat es eine lange Zeit gedauert. Früher hatte man zwei Sitze, man hatte keine Familie. Heute habe ich eine Familie, ich habe Kinder. Und also muss ich mir ein Auto bauen. Wenn wir zusammen wegfahren wollen, dann brauche ich ein großes Auto. Es ist ein wirklich wahrer Viersitzer, nicht ein Viersitzer, wo man mit jeder Menge Einschränkungen leben muss. Der Mann hat Visionen und eine Mission. Er liefert das, was in der Modellpalette von Opel fehlt. In diesem Fall ein Auto der Oberklasse. Das Basisfahrzeug für den Bitter Vero ist der Statesman, Flaggschiff der australischen General Motors Tochter Holden. In 12-monatiger Handarbeit wurde die Großserienlimousine nach Bitters Vorstellungen umgebaut. Er hat einen sehr großen Motor, hat einen wunderschönen Verlauf des Drehmomentes. Also ich habe die Leistung schon sehr weit im unteren Bereich. Ich kann unheimlich angenehm fahren. Also ich würde sagen, es ist ein ICE auf der Straße mit dem Komfort, den man haben muss. Der Motor, ein bekannter. Das Aggregat wird auch in die Corvette eingebaut. Ein 6 Liter V8 mit rund 370 PS. Komfort auf hohem Niveau ist bei Bitter serienmäßig. Eine Aufpreisliste gibt es nicht. Innen ist fast alles mit feinstem Leder überzogen. Ein muskulöser Staatsmann im Luxusgewand. Ob Bitter damit an frühere Erfolge anknüpfen kann? Am Anfang war der Bitter CD. In Rüsselsheim hatte man keinen richtigen Gran Turismo im Programm. Also nahm Bitter den Opel Diplomat und verwandelte ihn in ein Sportcoupé. Ja, jetzt sitze ich hier in meinem ersten Auto, Baujahr 1973. Gleiches Prinzip schon damals. General Motors Technik verpackt in einer schönen Hülle. Von diesem Auto haben wir fast 400 Autos produziert, zum Teil an sehr prominente Leute verkauft. Und es war richtig Spaß, macht mir heute noch Spaß und ich freue mich, dass ich ihn habe. Auf Zeitreise mit einem Klassiker. Die Reichen, die Schönen und die Sportlichen griffen seinerzeit zum Coupé auf Diplomatbasis. Ski-Ass und Gold-Rosi Mittermeier war begeistert von ihrem Bitter, ebenso wie Radrennfahrer Didi Thurau. Günter Netzer schenkte seiner Frau einen CD in Rot. Auch Flankenspezialist Paul Breitner konnte nicht Nein sagen. Und Volksmusikant Heino bestellte gleich zwei. Jedes Kind kannte ihn damals, den Bitter. Wann immer es um Luxuskarossen ging, stets mischte Erich Bitter kräftig mit. Jetzt also der Comeback-Versuch. Ein australisches Auto von einem amerikanischen Konzern mit italienischen Designelementen, veredelt in Ennepetal. Jeder hat gesagt, in deinem Alter, warum machst du das? Willst du der Welt noch mal was zeigen? Ich will der Welt eigentlich gar nichts zeigen. Im Grunde genommen will ich ein schönes Auto haben, was nicht jeder hat, wo ich mitfahren kann. Und ich freue mich, dass ich mein eigenes Auto fahren kann. Erich Bitter hat sich sein ideales Auto gebaut. Und falls jemand genau das Gleiche haben will, dann lässt er ganz bestimmt mit sich reden.